So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Spider-Man 3. Ich bin es heute, MC Mafex, wir sind immer noch Mr. Schwarzer Spider-Man und hüpfen hier gerade sehr sexy durch die Gegend. So, im letzten Part haben wir die wahrscheinlich nervigste Aufgabe aller Zeiten gemacht, nämlich wir haben den Drachenschwanzorden endgültig besiegt. In einer Schlacht, die aller Schlachten zuvor übertroffen hat. Ganz ehrlich, da kamen Ninjas, da kamen Super Ninjas mit Giftgaswolken. Ich will mich nicht mehr dran erinnern, weil, ja, ihr erinnert euch sicher noch, ich habe das nur noch mit Cheaten geschafft, die Mission, weil da einfach Gegner waren, die uns mit einem Schlag die Hälfte des Lebens abgezogen haben, die wir aber nicht mit normalen Angriffen schädigen konnten, weil die einfach ausgewichen sind. Ja, Spider-Man 3 ist schon so ein lustiges Spiel. Aber Leute, jetzt fällt mir gerade auf, wir haben nur noch eine richtige Nebenmission. Diese blöden Daily Bugle-Missionen werde ich ja nicht machen, weil die langweilig sind. Und man dann nur Fotos machen muss. Und ich will keine Fotos machen. Wir machen nur coole Sachen und deswegen machen wir jetzt den Kingpin. Wir sind ja so der Kingpin. Stimmt schon, wir sind eigentlich der Kingpin. So, und weil wir der Ober-Kingpin sind, machen wir jetzt... Oh, was ist das? Bombentour. Kein Bock auf Bombentour. Das sind irgendwelche Aktivitäten. Nee, keine Lust. So, den Kingpin machen wir jetzt. Und schaut euch mal den Untertitel an, der da steht. Der ist ja interessant hier. Der Bandenkrieg ist entschieden. Wir haben ja die Apokalypse, die, wie ist nochmal, diese merkwürdigen Weiber da, die, diese Goff-Dinger, ich habe vergessen, wie sie heißen, diese merkwürdigen Frauen da, die immer alle angegriffen haben, haben wir besiegt und natürlich dann noch hier die Drachenschwänze. Wie gesagt. Und jo, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber irgendwie sind das nicht wir da vorne. Wir sind aber eigentlich der Kingpin, Leute. Gut, und dass sich irgendjemand hier für den Kingpin ausgibt und der das nicht ist, weil wir das sind, müssen wir den jetzt erstmal fertig machen. Starten wir mit Kingpin Nummer 1. Hey Betty, siehst gut aus. Danke, Pete. Nein, im Ernst. Ich würde eindeutig... Ich glaube, Mr. Jameson hat einen Auftrag für Sie. Warum gehen Sie nicht zu ihm rein? Dein Pech, Babe. Was gibt's, JJ? Gehen Sie rüber zum Gericht! Der Polizeichef hält eine Pressekonferenz und Füße runter von meinem Schreibtisch! Wie lautet das Zauberwort? Sofort! Ich dachte eher an Bitte, aber was soll's. Es gibt, also, man muss sagen, erstmal dieses blöde Flackern war blöd im Spiel gerade hier, also dass das Flackern da war, das habt ihr sicher auch gesehen, aber sehr cool, es fällt mir jetzt gerade auf dem Tisch da einfach wie seine 1 Million Beruhigungstabletten sind, also man kann viel über das Spiel motzen, aber Mr. Jameson haben sie gut dargestellt, einfach mit seinen 1000 Beruhigungsmitteln dabei, sonst hier allen den Kopf aufreißt, das hat mir gefallen. So, okay Leute, da würde ich sagen, auf zum Gerichtsgebäude, ihr merkt schon, der liebe nette Peter hat sich ein wenig verändert. Liegt möglicherweise an seinem coolen, neuen schwarzen Outfit, das ihn ein wenig hier, ja, was mal Badass macht. Obwohl, Badass ist ja cool. Er ist ja irgendwie nicht cool. Obwohl, doch, wie er Mr. Jameson verarscht hat, war schon cool. Okay, aber alles mit Mr. Jameson ist cool. So, okay, springen wir uns mal hier zum Gerichtsgebäude. Schauen wir mal, was dort ist bei der Pressekonferenz und interessiert mich jetzt schon. Ich habe irgendwas von Kingpin gehört. Ich bin der Einzige, war der Kingpin. Hey, Kumpel. Du bist spät dran. Die Pressekonferenz läuft schon. Zu spät? Natürlich. Das ist einfach toll. Piept das jetzt? Oh, Glück gehabt. Ich hatte für eine Angst, dass es piept. Ja! Eine Rolltreppe! Ach, die benutzen wir. Ey, Rolltreppen sind immer cool in Spielen. So, wo? Fotos machen? Ich mach Fotos. So. Fotos? Sieht irgendwie alles nicht so pressekonferenzmäßig aus. Tut mir leid, Leute. Das Spiel hat sich ohne Grund geschlossen gerade bei mir. Kam keine Meldung, hat sich einfach geschlossen. Fand ich sehr cool. Ja, finde ich auch schön. Tut mir sehr leid. Ist halt eben Spider-Man 3. So, wo ist die Pressekonferenz? Dann muss ich wohl von hier aus Fotos machen. Danke, dass Sie gekommen sind, Ladies and Gentlemen. Wie Sie wissen, wurde New York in letzter Zeit von einigen Straßengangs heimgesucht. Sie haben ihren Krieg auf unseren Straßen geführt. Und unsere Bürger terrorisiert. Dank Spider-Man sind führende Mitglieder aller drei großen Gangs in unserem Gewahrsam. Wir glauben, dass wir aufgrund dessen... Habt die Bilder. Nicht wie zurück zum Jubel und Kassieren. ...endgültig das Rückgrat brechen können. Natürlich liegt noch viel Arbeit vor uns. Doch dies ist ein erster wichtiger Schritt hin zur Ausrottung der bösartigen Gangs, die Unschuldige bedrohen.
Danke, dass Sie gekommen sind, Ladies and Gentlemen. Wie Sie wissen, wurde New York in letzter Zeit von einigen Straßengangs heimgesucht. Okay, der wiederholt sich nur, schade. Schaut euch mal die Pressekonferenz an, ist ja so viel los, Leute. Was ist das? Wilson Fisk? Was macht der Kingpin denn hier? Ich sollte ein Bild machen. Man weiß nie, wann man es braucht. Warum sind da die ganz anderen Bandentypen? Fisk hat ziemlich finstere Gesellschaft. Ich habe euch gewarnt, dass ich der einzig wahre Kingpin bin, aber ihr glaubt es mir ja nicht. So, so wie es aussah, ich erwähne wieder immer diese coole Pressekonferenz, wo ja so viele Menschen waren einfach. Das war ja furchtbar. So, zumindestens, hier der Kingpin, der dicke Typ hier, der hat, wie es scheint, von allen Banden die Mitglieder gesammelt. Und hier unter anderem die Drachenschwänze, die Apocalypse und diese Frauen hier. Ich hab den Namen vergessen, ärgert mich voll. Und hier im Rasereimodus hauen wir die alle weg. So. Aber warum und wie hat er das bitte geschafft? Und so wie es scheint, hat er die anderen Bandenbosse, die wir so in so einer harten Arbeit hier zusammengesammelt haben, wieder befreit. Also wenn ich jetzt nochmal gegen alle kämpfen muss, dann sofort hier wieder der Cheat, Cheaten an. So, weg da. Goff-Tante. So, okay. Wo geht's weiter? Hallo? Boah, diese Überraschung. Bin so überrascht, Leute. Ah, verdammt, warum habe ich das Leben genommen? Das war blöd. So, komm. Ey, hört auf, mit Flaschen auf mich zu werfen. Finde ich nicht nett, Leute. Mit dieser Hooligans hier, grausam. So. Irgendwas wirft auf mich. Boah, ich will diese Typen, die da oben auf den Seilen sind, weghauen. So, jetzt machen wir das anders. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Typen, die da oben sind, weil ich glaube, die bewerfen mich die ganze Zeit hier. Nein, nimm dir einen anderen Typ. So, zum Beispiel den da. Zack. Ey, Leute, alle Banden zusammen. Was gibt es Schöneres zu sehen, ganz ehrlich. Wir haben ja nicht schon genug Probleme mit den Einzelnen hier. So, weg da. So, komm, wir müssen uns nur noch um den da oben kümmern. Dann haben wir alle. Na, egal. Machen wir es die da unten alle. Ach, diese blöden Drachenschmerzen, ich hasse sie. Ganz ehrlich, alle von den Typen können echt nichts. Also, die Apocalypse zu besiegen, die nerven nur, wenn sie ihre blöden Flaschen werfen. Die Frauen hier, ich weiß leider echt nicht mehr den Namen. Die können ja gar nichts, also im Nahkampf. Und die Dings da, die Drachenschmerzen sind einfach super badass. Die sind so stark. Ganz ehrlich. Aber der Kingpin, der sagt mir sogar irgendwas. Also ich weiß, dass es irgendwie wirklich ein Bösewicht aus irgendeinem Universum ist. Ich dachte irgendwie, der wäre aus einem anderen Universum, aber egal. Also den kannte ich sogar. Ja, irgendwann mal so Superheld, super Bösewicht, den ich kenne. Das hätte ich auch niemals gedacht. Ich kenne mich da normalerweise gar nicht aus. Also alles, was nicht in Standardfilmen ist, kenne ich nicht. So. Bam! So, wer will das nächstes? Ah, da ist ja noch eine. Komm her. Zack! So, wer will jetzt spielen? Wer will spielen? Moin moin und hallo. Wo muss ich hin? Raus? Ich glaube raus. Okay, raus. So, wo müssen wir hin? Spiel weiter einfach, wo ich hin muss. Finde ich cool. Gib mir keinen Tipp, ich muss einfach da hin. So, Little Elizabeth hier. Wo ist denn bisher Mr. Tony Soprano? Er ist für all das verantwortlich. Er hat die Gangbosse befreit. Seinetwegen habe ich die Kontrolle verloren. Eines ist sicher. Dafür wird Fisk zahlen. Und zwar richtig. Auch wenn der Tony eigentlich in Little Italy war. Egal. So, diese unwichtigen Details. So, okay. Ja, genau wie ich es eigentlich schon angenommen habe, dass der hier die Bandenbosse befreit hat.
Jo, und das ist irgendwie nicht so gut, Leute. Was machen wir jetzt? Jetzt eigentlich könnten wir jetzt alle nochmal einfangen, oder? Jetzt kommt einfach, ja, bitte mach gleich nochmal die ganzen Aktivitäten, die du gerade eben gemacht hast, einfach nochmal. Das wär's ja. Leute, da würde ich lachen. Da würde ich echt lachen. So, Cheat an, unbegrenzt Leben, irgendwie One-Hit-Kill, sowas würde ich da machen. So, gut. Okay, kann ich bitte da hoch? Und dann gehen wir jetzt hier rein und, jo, zeigen wir mal, dass wir gute Fotos gemacht haben. Auf der Pressekonferenz habe ich mehr bekommen, als mir lieb war. Geht's Ihnen gut, Pete? Ich habe gehört, was passiert ist. Betty stellt Ihnen einen Scheck aus. Ich hole ihn später ab. Robbie, wo wohnt Wilson Fisk? Er war am Gerichtsgebäude und ich bin mir sicher, er hatte was damit zu tun. Ich zeige Ihnen, wo er wohnt, Pete. Aber ich muss Sie warnen. Fisk ist ein gefährlicher Typ. Lassen Sie sich auf nichts ein. Ja, danke für die Info. Ich hole meinen Scheck später ab. Sorgen Sie dafür, dass er bereit liegt. Der Petey Boy legt sich immer gerne mit den bösen Jungs an. So, Upgrade freigeschaltet, der Ultimate-Angriff, sehr cool. So, Mission abgeschlossen, yep. Können wir direkt weitermachen? War ansonsten, glaube ich, haben wir nicht mehr eine Mission. Also die blöden Daily Bugle müssen. Müssen jetzt echt die Daily Bugle. Ach, Glück gehabt. Ich dachte, wir müssen jetzt echt diese blöden Foto-Dinger machen. Auf die habe ich nämlich gar keine Lust, Leute. Wir müssen jetzt am Ende diese ganzen Fotoaufgaben machen, weil ich die nicht gemacht habe. Wenn es so wäre, dann würde ich mich aufhängen. So, komm. Beam. Halleluja, es geht hier durch, Leute. So, oh, es schwingt sich schon einfach cooler als böse Spider-Man. Sind wir böse? Keine Ahnung. Nur schwarzes, gell? Hier voll rassistisch und so. Ja, stimmt schon, gell? Warum ist der rote Spider-Man bitte der gute Spider-Man, gell? Ach, egal, Leute. So, immer diese bösen Comics, die immer gegen die Schwarzen sind. So kennt man das, gell? So, ich würde sagen, bevor wir hier noch mehr hier über Filme reden. Apropos. Gestern, zumindest mal bei mir, Oscars, 12 Years Slave, passt schon wieder irgendwie hier rein. So, hatten irgendwie wichtigste Oscar gewonnen. Egal, starten wir lieber mit der nächsten Hauptmission, bevor ich mich hier noch weiter verrenne. So, was ist denn da? Ist es die Wohnung von dem Kingpin hier? Oder, einfach eine Bank? Achso, eine Bank, okay, ja, Banküberfall, okay, kennt man ja. So. Spider-Man, erledigt ihn! Lieber nicht, ich wurde schon oft genug erledigt von euch blöden Drachenschwänzen. Euch kann ich ja gar nicht mehr ab, ganz ehrlich. So, jetzt sind aber alle Banden wieder frei. Muss ich jetzt echt gegen alle Bandenbosse nochmal kämpfen? Ich würde mich aufhängen, Leute. Also ich meine ja, die von den Dings da, ich weiß immer noch nicht, wie sie heißen, von den Frauen da, der ging ja, aber alle anderen. Kann mich jemand hören? Von den Apokalypse habe ich ewig lang gebraucht. Diese Bombe Bombe könnte jeden Augenblick losgehen. Da öffnen. Und über die Drachenschwänze will ich gar nicht reden. Das ist immer noch ein Trauma, was ich wahrscheinlich niemals vergessen werde. Kannst du bitte aufmachen? Ey, wenn es irgendeine Reaktion geben würde, dass ich es richtig mache, danke, aber nee. Spider-Man. So, okay. Bombe entschärfen. So. Blödes Minispiel. Blödes Minispiel. Ich hasse blöde Minispiele. So. Okay. Öffnen. Puh, sagen wir mal. Und was haben wir hier für ein schönes Rätsel? Oh, nicht das Blöde wieder. Ich hasse das. Da drücke ich immer die falschen Tasten. Nein! Ich hasse es. Ach, oh, Glück gehabt. Okay, ja, aber das ist ein leichter. Das ist ja echt ein super leichter. Wir hatten da schon viel schwerere von denen. Okay, und entschärft. Noch eine Bombe? Noch eine Bombe? Ich glaube, wir haben noch einiges zu tun. So, 2 Minuten, ja, sehr schön, gell? Komm, schnell, diese Dinger können jeden Moment explodieren. Die Frage ist nur, wo? Verdammt. Achso, ah, verdammt, ich bin auf die falsche Seite gelaufen. Oh, zum Glück haben wir unser... Hä? Was? Okay, da ist die eine. Klar. Au, was? Was ist denn das für ein... Was ist denn das? Was soll ich bitte mit der Bombe machen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Hä? Also irgendwie soll ich sie werfen, das habe ich verstanden, aber wie? Ich glaube, ich darf gar nicht hüpfen, wenn ich die Bomben habe. So, glaube ich, ist das. Schnell, diese Dinger können jeden Moment explodieren. Ja, gehen wir hier mal ganz lässig und locker durch die Gegend, so. Okay... Komm. Wo war der Ausgang?
Alter, das ist doch so eine blöde Aufgabe. So, können wir die Bombe nicht einfach hier in die Luft werfen oder so? Ich hoffe, wir müssen nicht beide Bomben in dieser Zeit entschärfen, ansonsten haben wir ein ganz kleines Problem. So, hier habt ihr blöden Polizisten die Bombe, wenn ihr sie wollt. Okay. Ja, was jetzt? Achso, jetzt? Hä? Was müssen wir jetzt machen? Ich blick das nicht. Achso, die entschärfen sie. Verdammt, wir müssen jetzt doch schnell die andere Bombe nehmen. Das ist doch... Oh, das werden wir nicht schaffen, Leute. Das werden wir definitiv nicht schaffen. So, wo ist die andere Bombe überhaupt? Ich weiß ja nicht mehr, wo die ist. Achso, da. Ah, okay, jetzt sehe ich sie überhaupt erst. So, okay, das kann man sogar schaffen. Ich habe nicht viel Zeit. Ja, wenn du auch so blöd bist und hier lieber rumschlägst, bevor du die Bombe nimmst. So. Alter, nein. Das ist ein blödes Spiel. Okay, aber diesmal habe ich kapiert, was ich machen soll überhaupt. Das ist schon mal das Wichtigste. So, okay. Diesmal werden wir schaffen. Ihr kennt das doch. Alle guten Dinge sind 7. So. Lauf, Spidey. Oh, so viel Geld. Die Geldbeutel hier die ganze Zeit. So, okay. Diese Dinger können jeden Moment explodieren. So. Was sind das für bitte für Bomben? Die explodieren einfach nur, weil man läuft. Blöde Bomben. So, ganz locker und entspannt. Ganz locker und entspannt. Ganz locker und entspannt. So. So. Komm zu Papa. Jetzt warten wir kurz noch, bis es leer ist. Und dann schnell hinlaufen. Ha! Das war knapp. Es war eigentlich schon fast voll. So, okay. 1 Minute 13. Das sollten wir natürlich schaffen. Was gehst du, Typ, wieder in die Bank? Ganz ehrlich, was bist du für ein Typ? Da war so Explosion und alle Menschen laufen raus und so böse und Menschen. Schreien, Hilfe, das sind bewaffnete Menschen. Ach, ich geh doch mal rein. Ich möchte bitte mein Geld abheben. Kannst du in der Kasse? Hallo? Ich möchte mein Geld abheben. Die Bombe tickt zum Hintergrund. Ding, ding, ding. Hallo? Ist da jemand? Kann ich mir schon sehr gut vorstellen bei dir. Ich habe nicht viel Zeit. Ja, ich weiß, dass ich nicht viel Zeit habe, aber wenn das so eine blöde Bombe ist, die hier schon explodiert, nur weil man schnell geht. Klump. Merkwürdiger, zusammengebauter Billigmist. Warten, warten, warten. Und laufen, 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 laufen. Und ablegen. Hui, geschafft. Hoffentlich. So, okay. Abgeschlossen. Verbrecherwertung im Drachentrotzgebiet um 3 gestiegen. So, sehr schön gemacht. Und, was nun? Ich dachte, es wäre ehrlich gesagt eine Kingpin-Mission. Ich weiß nicht, was das dann eigentlich mit den Drachenschwänzen zu tun hat. So, die Bomben, die liegen hier einfach so ein bisschen rum. Wascht schon, weil stören ja keinen, wenn sie da sind. Und Leute, ich würde sagen, es ist jetzt erstmal Zeit, um einen kleinen Cut zu machen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Spider-Man 3. Und was haben wir da noch als Mission hier eigentlich? Noch eine Kingpin-Mission, oder? Jo, wir haben noch einen Kingpin... Achso, das ist Kingpin Teil 2. Was habe ich denn jetzt für einen Müll bitte gemacht? Irgendeine unwichtige Nebenmission, so wie es aussieht. Super, ich liebe unwichtige Nebenmissionen. Okay, Leute. Dann werden wir jetzt im nächsten Part hoffentlich die richtige Kingpin 2 Mission machen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder und jo, bis dahin, euer Damsmafex. Ciao!